Ich begrüße den Erweiterungskommissar der Europäischen Union. Sie sind auch für Nachbarschaftshilfe zuständig, aber heute in Ihrer Funktion als Erweiterungskommissar bei mir. Sie haben gute Nachrichten für Mazedonien und Albanien. Sie schlagen dem Rat vor, Verhandlungen aufzunehmen mit diesen beiden Ländern. Warum? Sind diese beiden Länder wirklich schon so weit? Naja, mit der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien haben wir das seit 2005 wiederholt getan. Die letzten beiden Male gab es bedingte Empfehlungen. Nur das Land wurde sozusagen nicht akzeptiert wegen verschiedener bilateralen Fragen, insbesondere mit Griechenland und Bulgarien. Mit Bulgarien sind sie gelöst. Mit Griechenland hoffe ich, dass wir in den nächsten Tagen, Wochen eine Lösung haben. Und ansonsten mussten sie also verschiedene Reformmaßnahmen umsetzen, gerade im Rechtsstaatsbereich. Und das haben sie getan. Das Gleiche gilt für Albanien. Die hatten mit uns vereinbart, dass sie sich auf 5 Gebiete konzentrieren. Und da haben sie die Fortschritte gemacht, die wir erwartet haben. Und ich denke, wenn die anderen liefern, müssen wir auch liefern. Jetzt war Emmanuel Macron heute hier im Parlament und hat gesagt, vielleicht ist ein Erweiterungsprozess, geht das alles zu schnell? Ihm geht es zumindest zu schnell. Wie wollen Sie ihn überzeugen? Was sagen Sie ihm? Ja, zunächst, wenn man sich die letzten Erweiterungsverhandlungen anschaut, mit Kroatien haben sie 8 Jahre gedauert. Also das ist schon ein längerer Zeitraum. Auch deshalb, weil wir heute mit den Erfahrungen früherer Erweiterungen eben mehr sozusagen auf den Prozess schauen, ob die einzelnen Reformen auch wirklich umgesetzt sind, ob sie nachhaltig sind, ob sie quasi irreversibel werden. Und daher dauern die Dinge ihre Zeit. Aber er hat in einem Punkt recht, das wird ja auch vollkommen von uns geteilt. Und ich sehe das ja eher sogar als Rückenwind, dass jemand von einem Mitgliedstaat sagt, wir müssen angesichts des Umstandes, dass wir 28, dann 27 und wenn die Beitrittsperspektive Realität wird, über 30 Mitglieder haben, einfach in unseren Strukturen uns dieser Größenordnung anpassen. Das heißt, die Kommission wird zum Beispiel im Herbst einen Vorschlag unterbreiten, in welchen Bereichen wir vom gegenwärtigen Einstimmigkeitsprinzip zum Mehrstimmigkeitsprinzip gehen sollten, einfach um es zu ermöglichen, dass wir eine aktive Rolle auch im globalen Wettbewerb spielen und nicht reaktiv unterwegs sind. Emmanuel Macron oder vielleicht auch den Rat zu überzeugen, ist das eine. Wie überzeugen Sie die Bürger, die vielleicht auch jetzt schon sagen, das ist doch alles viel zu groß, dieses Projekt? Wir haben sowieso schon viel zu viele Scherereien, viel zu viele Länder in der Europäischen Union. Wie wollen Sie die Bürger mitnehmen? Ich glaube, einfach über mehr Aufklärungsarbeit, die eben aber auch von nationalen und regionalen Repräsentanten gemacht werden muss. Also über Europa zu reden, ist nicht nur die Aufgabe von einigen europäischen sozusagen Funktionären. Wenn jeder Kommissar sozusagen dafür nur zuständig wäre, auf jeden Kommissar kommen 17 Millionen Bürgerinnen und Bürger, die kann man nicht alle persönlich erreichen. Also es ist wichtig, dass wir diesen Diskussionsprozess forcieren, diesen Aufklärungsprozess. Die Menschen haben ein Gefühl dafür, das sehen wir auch in Umfragen, dass in einem globalen Wettbewerb man eben nur als Block erfolgreich ist. Und wir müssen ihnen erklären, wie dieser Block funktioniert, wie er besser funktionieren kann. Und wenn ich zum Beispiel mein Heimatland Österreich nehme, da gab es vor kurzem eine Umfrage zum Thema Erweiterung. Und die hat gezeigt, dass die Unterstützung zugenommen hat, aber die Mehrheit ist immer noch dagegen. Aber die Analyse war, alleine der Umstand, dass jetzt intensiver darüber diskutiert wurde und man auch die Vorteile aufgezeigt hat für die eigenen Bürgerinnen und Bürger, hat zu einer Verbesserung der Akzeptanz geführt. Federica Mogherini, die Außenbeauftragte der Europäischen Union, hat gesagt, der Balkan gehört zu Europa, der westliche Balkan sowieso. Das Gleiche hat sie auch zur Türkei gesagt. Wie ist da der Stand? Es sieht nicht ganz so positiv aus, wie ich höre. Nein, ich meine, die Türkei entwickelt sich leider Gottes in den letzten Jahren von den europäischen Grundsätzen, Werten und Standards weg. Das ist eben etwas, was wir qualifizieren müssen, weil die Türkei nach wie vor ein Kandidatenland ist, das aus ihrer Sicht sein möchte. Und daher muss sie aber auch akzeptieren, dass wir sozusagen unsere Standards
in der Beurteilung auf das Land, insbesondere in der Rechtsstaatlichkeit, in der Unabhängigkeit der Justiz, der Medienfreiheit etc. anwenden. Und hier ist leider der Befund ein sehr kritischer. Herr Hahn, bedanke mich für das Gespräch. Gerne.